Hallo und herzlich willkommen auf Architekturwissen. In diesem Video geht es um die Bewirtschaftungskosten im sozialen Wohnungsbau. Die Bewirtschaftungskosten setzen sich aus folgenden Komponenten zusammen: Abschreibung, Verwaltungskosten, Betriebskosten, Instandhaltungskosten, Mietausfallwagnis. Bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung im Förderantrag werden dabei die Abschreibung sowie die Betriebskosten nicht betrachtet. Dies hat bei der Abschreibung den Hintergrund, dass es ein rein steuerlicher Vorteil ist und bei den Betriebskosten es sich um umlegbare Kosten handelt, welche durch den Mieter zu tragen sind. Es werden also die Verwaltungskosten und Instandhaltungskosten sowie der Mietausfallwagnis betrachtet. In der Wirtschaftlichkeitsberechnung ist es erforderlich, dass nach Abzug der Finanzierungs- und Bewirtschaftungskosten noch ein positives Ergebnis bei den Mieteinnahmen herauskommt. Nur in so einem Fall kann die NRW-Bank das Projekt finanzieren. Für das Beispiel aus dem Video mit der Eigenkapitalrendite wurden folgende maximal zulässigen Werte bei den Bewirtschaftungskosten angesetzt und nach Wohnungen und Außenstellplätzen aufgeteilt. Die Bewirtschaftungskosten werden jeweils für ein ganzes Jahr betrachtet und können aus dem Dokument von der NRW-Bank entnommen werden. Dieses findet sich, wenn in der Google-Suche Instandhaltungskosten pauschal NRW-Bank eingegeben wird. Dann müsste es das erste PDF-Dokument sein, welches folgendermaßen aussieht. Da Garagen im Vergleich zu Außenstellplätzen deutlich höhere Kosten verursachen, wurde der entsprechende Wert für Garagen durch 4 geteilt, um einen Wert für die Außenstellplätze zu erhalten. Bewirtschaftungskosten, Wohnungen. Verwaltungskosten mit 343,68 € pro Wohneinheit, Instandhaltungskosten 10,60 € pro Quadratmeter, Mietausfallwagnis mit 2% der Mieteinnahmen. Bewirtschaftungskosten Außenstellplätze, Verwaltungskosten mit 11,21 € pro Stellplatz, Instandhaltungskosten mit 50,81 € pro Außenstellplatz, Mietausfallwagnis mit 2% der Mieteinnahmen. Nun setzen wir unsere Werte ein und berechnen das Ganze. Mal 2 Wohneinheiten für unsere 2 Doppelhaushälften, gleich 687,36 €. Mal 160 Quadratmeter, hier muss die tatsächliche Wohnfläche angesetzt werden und nicht nur die förderfähige Wohnfläche. Da sich bei uns die tatsächliche und die förderfähige Wohnfläche identisch sind, setzen wir den Wert von 160 Quadratmeter ein. Gleich 1.696 €. Gleich 0,02 mal 11.808 € gleich 236,16 €. Mal 4 Außenstellplätze gleich 44,84 €. Mal 4 Außenstellplätze gleich 203,24 €. Gleich 2 mal 960 € gleich 19,20 €. Als nächstes fassen wir bei den Bewirtschaftungskosten die einzelnen Kategorien zusammen. Verwaltungskosten gleich 687,36 € plus 44,84 € gleich 732,20 €. Instandhaltungskosten gleich 1.696 € plus 203,24 € gleich 1.899,24 €. Mietausfallwagnis 236,16 € plus 19,20 € gleich 255,36 €. Nun können wir die Summen der Bewirtschaftungskosten berechnen, bei welcher wir ein Ergebnis von 2.886,80 € erhalten. Wenn wir die Verwaltung selbst übernehmen, erhöhen wir dadurch unseren Gewinn und können bei den Bewirtschaftungskosten die Verwaltungskosten entsprechend abziehen, wodurch wir bei den Bewirtschaftungskosten in Eigenverwaltung Folgendes berechnen: 2.886,80 € minus 732,20 € gleich 2.154,60 €. Dies waren auch die Bewirtschaftungskosten, welche wir in Abzug gebracht haben bei der Berechnung im Video zur Eigenkapitalrendite. Das waren die Bewirtschaftungskosten im sozialen Wohnungsbau, präsentiert von Architekturwissen. Die Architekten mit dem Wissen.